Das haben die Kollegen von der Redaktion in seinem Schreibtisch gefunden. Das ist ja süß, Jugend forscht. Geniale Frisur. Das Buch habe ich von meinem Vater zum 14. Geburtstag geschenkt bekommen. Das ist der Autor. Robert Anton Wilson. Sieht ein bisschen unheimlich aus. Völlig blinder Kauf. Er hat gedacht, das ist ein netter Science-Fiction-Roman für kleine Jungs. Dann hat er es mir wieder weggenommen, weil er gemerkt hat, wie gefährlich es ist. Jetzt bekomme ich alles wieder. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Die Geschichte der Welt ist die Geschichte der Kriege zwischen Geheimbünden. Wilson sagt, die Welt ist nicht so, wie sie scheint. Hinter den Kulissen zieht ein mächtiger Geheimbund die Fäden. Die Illuminaten. Aber da ist dann auch Hagbert Salein, ein Anarchist, der in einem goldenen Unterseeboot durch die Meere kreuzt. Er versucht, den Illuminaten auf die Spur zu kommen. Das Herzstück des U-Boots ist ein riesiger Computer, der ständig ausrechnet, wie wahrscheinlich der Dritte Weltkrieg ist. Mhm. Der Computer hat einen merkwürdigen Namen. Fuck up. Wie? Fuck up. First Universal Cybernetic Kinetic Ultra Micro Programmer. Ich kann's dir gerne leihen, wenn's dich interessiert. Ja, gern. Beate hatte Illuminatus gar nicht erst mitgenommen und Alex interessierte sich nur für die Stellen, die mit Sex und Drogen zu tun hatten. Er begriff überhaupt nicht, worum es ging. Was Wilson über politische Morde, Attentate und Geheimlogen schrieb, war spannend wie ein Krimi. Ich las das Buch wieder und wieder und suchte nach Leuten, mit denen ich darüber sprechen konnte. Damals kamen die ersten Chatlines auf, in denen sich alle möglichen Leute über alle möglichen Themen unterhielten. Alles am Computer. Ich hatte zwar nur einen popeligen Commodore, aber auch damit konnte man einiges anstellen. Es war ein Gefühl, als würde ich einen geheimnisvollen neuen Kontinent entdecken. Ich klopfte an die Türen aller Hütten im globalen Dorf, düste mit 7 Meilenstiefeln rund um die Welt. Über den Namen, mit dem ich auf Reisen gehen wollte, brauchte ich nicht lange nachzudenken. Now discovering that the true source of wealth is information, and it increases as it's shared. Wilson sprach davon, dass Computer unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren völlig verändern werden. Es wird nicht mehr wichtig sein, Besitz zu halten, sondern Informationen.